das Biech als erster ein. Der BMW, die 607, Carsten Pietsch. Hier den Holschort rein. Und er gibt richtig Gas. Scharfenberg auf 3. 61, der neue aufgeweicht. 606, der auf der 3, aber vorne. Die Flucht nach vorne. Sind der 607, der Mann auf die Linie. Volle Klasse hier am Start auf alle Fälle. Und Pietsch lässt es hier richtig brennen. Also, der geht hier schon gleich all in im ersten Vorlauf. Hier bei uns mit der Klasse 6. Und die 610 steht hier in der Moorkurve, ganz außen. Ja, Hoffmann, der da unten, glaube ich, steht. Wenn ich das richtig sehe, noch ein Scharfenberg sein. Ja, wir gucken mal, was unser Computer hier gleich sagt. Aber erstmal kommt die Spitze jetzt hier wieder zu uns durch. Carsten Pietsch hier, die 607. Vor der 608, Niklas Petersen, und die 661, Stefan Scharfenberg. Die 680, Jan-Henrik Haug. Die 619, Thomas Klapper, die 644, Schauzu, die 675, Werner Deutschmann und die 612, Luca Kapping. Ja, das ist ein Scharfenberg, der in der Moorkurve steht, mit der 607. Und Probleme hier unten im Motorhof. Das ist, glaube ich, führende Mann, der hier die Probleme hat. Pietsch steht hier unten nämlich jetzt. Neuer Führer, die 606 und das Druck von der 61. Also, Pietsch mit dem absolut fetten Wallride hier unterwegs gewesen. Kann jetzt die Fahrt aber wieder aufnehmen. Aber die Spitzenreiter hier, P1 und P2, kommen da in der Anfahrt ins Motodrom. Ja, und was ist da jetzt los hier? Neuer Spitzenreiter, jetzt die 661, Stefan Scharfenberg. Technische Probleme bei der 606, bei Wilde Petersen steht oben in der Box mit qualmendem Motor, dadurch Führung hier auf dem Auto, auf dem grau-roten Audi. Stefan Scharfenberg mit der 660. Ja, Scharfenberg Racing jetzt hier auf P1 unterwegs. Beim ersten Vorlauf hier am Rennen Samstag in Mölln. Ja, aber Druck von hinten ist noch nicht weg. Die 636 hier auch nicht richtig langsam unterwegs. In Führung auf jeden Fall. Stefan Scharfenberg. Und der fährt auch hier den Laufsieg jetzt ein für sich und sein Team. Also clever gemacht hier. Super Punktstellung. Stefan Scharfenberg. Ja, und er stoppt jetzt hinten. Ach, nach hier. Was ist los bei dir? Bei der 610, beim Heinz Scharfenberg. Ja, der Heinz Scharfenberg startet ja für Hoffmann Motorsport, aber ist ja Ehrenmitglied bei Scharfenberg Racing.